Wir sind wieder einmal in Belgien für die heutige Runde dieser Formel-1-Weltmeisterschaft. Dieses Rennen wurde 6-mal vom legendären Ayrton Senna gewonnen. Und 2019 schaffte Charles Leclerc etwas, was zuletzt Michael Schumacher 1992 schaffte, nämlich seinen Premierensieg hier in den Ardennen. Da sind wir also wieder bei einem Rennen in den Ardennen. 7 Kilometer mit langen Geraden, schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden ergeben in der Summe eine der faszinierendsten Strecken der Welt. Wir freuen uns auf ein perfektes Rennen. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Wollen wir zum Einstieg kurz über Sergio Perez reden? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Vettel, Bottas, ein Wagen des neuen Teams und Verstappen, Stroll, Raikkonen, Norris und Alexander Albon, Ricciardo, Sainz, Antonio Giovinazzi und Ocon, Kvyat, De Vries, Sergio Perez, er hat eine Gridstrafe erhalten, und Pierre Gasly, Magnussen, Grosjean, Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Wir haben heute gute Chancen auf einen Platz auf dem Treppchen. Fahr ein sauberes Rennen und geh Problemen aus dem Weg. Und damit herzlich willkommen zu F1 2020 in der MyTeam-Karriere. Ja, wir sind heute in Spa-Francorchamps und ja, wir haben es geschafft, auf den 5. Platz zu uns zu qualifizieren. Aber ich muss sagen, das war eine sehr, 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 sehr knappe Kiste. Denn Q2 habe ich gegambelt und bin auf den gelben Reifen gegangen. Und bin ganz knapp auf dem 10. Platz gelandet am Ende. Und habe es dann dadurch halt noch so gerade ins Q3 geschafft. Und ja, da haben wir es dann, wie gesagt, auf P5 geschafft. Und ich bin gespannt, wie das Rennen laufen wird. Es wird eine Zwei-Stopp-Strategie geben. Denn wir starten auf dem Medium, wechseln dann auf den harten Reifen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich werde trotzdem ein bisschen Benzin sogar dabei packen, dass wir auf 23 Runden kommen, dass wir ein bisschen fett fahren können mehr. Um vielleicht den einen oder anderen Angriff abzuwehren oder anzugreifen selber. Müssen wir mal schauen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. Und würde sagen, dass wir einfach mal ins Rennen jetzt direkt starten. Und gucken, wie es jetzt für uns laufen wird. Bin gespannt, wie es laufen wird. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Darum fahre ich auch extra auf Mager, Jeff. Mache ich beim Start eigentlich generell, um ein bisschen durchdrehende Reifen mehr zu verhindern. Man will ja auch nicht durch drehende Reifen direkt abfliegen beim Start. Der Motor hat auch schon gut Abnutzung. Thank you.
bin wirklich gespannt, wenn wir innen gleich reinstechen können, weil wir auf der Innenbahn starten, könnten wir vielleicht den einen oder anderen Platz vielleicht uns holen oder dadurch ein bisschen verteidigen, aber kommt halt drauf an, ob wir gut wegkommen überhaupt. Also Vettel fährt auf dem gleichen Reifen direkt vor uns. Bottas schräg links vor uns mit den Softs. Also es könnte interessant werden. Ich hoffe, dass wir wirklich einen guten Start hinbekommen. Wird auf jeden Fall spannend. Und Verstappen und Stroll hinter uns mit den Softs, die werden natürlich versuchen anzugreifen. Das wird schwierig. Ich glaube, das wird wirklich schwierig, das Rennen. Gut, dann haben wir eh schon eine bessere Position als gedacht. Also deswegen alles gut. Ausbeschleunigen. Vettel, weiß ich nicht, ob wir den bekommen hätten, aber Leclerc war halt sehr nah dran. Und wir konnten halt ihn nicht noch reinstechen, sonst hätten wir uns den Flügel zertrümmert. Das war jetzt das große Problem. Aber ich glaube, am Start hätten wir vielleicht wenigstens noch ein paar kriegen können. Die Chance wäre da gewesen, wenn da nicht der Platz ausgegangen wäre. Ach, Leclerc fährt auch auf Medium, okay. Scheiße. Ich dachte, der wäre auf Softs unterwegs. Da habe ich mich doch verguckt. Deswegen hat mich das auch etwas überrascht, dass Vettel auf einmal vor Leclerc war. Obwohl die ja beide das gleiche Auto haben. Aber das wird schwer da ranzukommen. Zumindest ein DRS-Fenster, ist schon mal gut. Weil wir jetzt bei der Uhu schon ein bisschen verloren haben, die bin ich ein bisschen scheiße angefahren. Und Bottas kommt hier mit einem derben Überschuss. Es war eigentlich klar, dass wir den nicht lange hinter uns halten können. Aber wir haben es zumindest versucht. Und vielleicht halten die beiden Ferraris ja den Bottas ein bisschen auf. Da Bottas ja auf den Softs unterwegs ist, muss der ja eh früher an die Box gehen. Und wenn er halt hinter denen da die ganze Zeit hängen bleibt, verhagelt das natürlich Bottas ein bisschen so seine Strategie. Hoffe ich zumindest. Und
dicker Verbremser. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Ah, läuft gerade nicht optimal. DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Könnte besser laufen gerade. Alter. Gott sei Dank hat er mir nichts am Flügel kaputt gemacht. Aber so einen leichten Bodycheck hat er mir nämlich gegeben. Die fahren natürlich da vorne wieder weg von mir. Und Verstappen wird mir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit am Arsch kleben. Ich glaube, das wird ein sehr anstrengendes Rennen. Das wird, glaube ich, ein sehr anstrengendes Rennen. Und er kommt jetzt immer mit dem DRS angeflogen. So hat der Abstand zu Grad noch gereicht, dass er da keinen Angriff reiten konnte. Nach vorne ist der Anschluss schon weg. Mittlerweile 3,4 Sekunden weg, die da vorne. Und Vettel hat den Platz gegen Leclerc verloren jetzt. Ich kann das ERS ruhig ein bisschen mehr nutzen, weil man spart. Also man kriegt schon doch viel ERS auf einer Runde. Habe ich so jetzt nicht erwartet. Wir kommen gerade minimal an Bottas, glaube ich, dran. Zwar jetzt nicht in großen Schritten, aber in Minischritten, so wie es aussieht, würde ich fast mal behaupten. Ach nee, Bottas ist an Vettel vorbei, deswegen. Habe ich jetzt
jetzt gar nicht auf die Tabelle in dem Moment geachtet. Aber Bottas ist an Vettel vorbeigegangen. Und Vettel und ich fahren ja beide auf demselben Reifen. Vielleicht hat er gerade irgendwie Probleme oder hat sie gerade zu überansprucht. Oder vielleicht hat er auch einen Schaden. Bei der Überholung mit Leclerc vielleicht. Also er fährt zumindest nicht an die Box. Na geil, mein DRS ist kaputt. Ist ja auf der Strecke so gar nicht sinnvoll, wenn man funktionierendes hat. Vor allem, weil die gerade ja so extremst heftig lang ist. Die Kurve haben wir nicht richtig gekriegt. Halten wir eine Weile. Ich bin so gespannt, was die auf Soft fahren, für eine Strategie fahren. Jetzt ist Vettel wieder 3 Sekunden vor mir. Also ich habe jetzt richtig Zeit verloren. Hamilton geht auf Fahrt. Hätte ja auch sein können, dass der irgendwie eine Zwei-Stopp-Strategie fährt. Dass ich sagte, ich fahre zweimal Soft und einmal Medium oder so. Beide Ferrari vor mir, das heißt Bottas führt momentan das Rennen an. Nein, der Abstand erhält sich aber die ganze Zeit so zwischen 2,6 und 3 Sekunden zu Vettel. Also ich komme nicht wirklich dran. Und Verstappen, ja, der ist eigentlich sehr, sehr nah dran. Also der wird wahrscheinlich gleich auf Start und Ziel nochmal einen Angriff machen. Oder der geht jetzt an die Box. Ja, geht jetzt an die Box. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Die beiden Ferraris sind auf jeden Fall noch ein Schlag Distanz. 2 Sekunden sind es nämlich jetzt.
Mit 10 bis 14 und dann würde ich sagen an die Box. Aber momentan lohnt es sich definitiv nicht, den Reifen zu wechseln. Weil wir werden momentan noch schneller. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, bin ich in Runde 14? Bestätige. Ja gut, ich habe zwar noch gar nichts bestätigt, aber gut. Wenn er sagt, dass ich das hinkriege, warum nicht? So die Führung am Ende bleiben wieder. Dem Kollegen in der Box. Wie kommt in die Boxengasse? Bald sind wir im DRS-Fenster gegenüber Vettel. Jetzt nicht den Abstand wieder vergrößern lassen. Eine halbe Sekunde ist gut. Nur was die Konkurrenz bei Ferrari jetzt macht. Ob die einen auf die harten schicken und einen auf die softs oder beide auf die softs. Oder mit beiden die harten. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Schnellster dritter Sektor. Ja, wahrscheinlich durch den Windschatten. Hat aber nochmal gezuckt und wollte dann doch nochmal rüber, hatte ich das Gefühl. Gott sei Dank habe ich mich so spät entschieden für den Links. Aber immerhin, wir haben Sebastian Vettel auf der Strecke überholt. Und das noch ohne die Boxenstopps. Also die Ferraris hatten noch keinen und wir hatten noch keinen. Upala, dicke verbremst. Ah, die Reifen gehen aber eigentlich noch. Also man könnte es wirklich versuchen gleich auf den Softs. Auch wenn die wahrscheinlich zum Ende hin dann ziemlich ausgenudelt sind. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Okay, Vettel geht an die Box. Holt sich harte. Das heißt, Leclerc und ich jetzt. Ich muss mein ERS jetzt ein bisschen sparen.
Habe ich jetzt die letzten Runden ein bisschen sehr beansprucht. Wundert mich, dass Vettel vor Bottas geblieben ist. Weil der war ja eigentlich an Vettel und Leclerc vorbei vom Boxenstopp von ihm. Da sind die Harten hier wirklich nicht gerade schnell. Macht der Overcut und dann auf die Softs vielleicht wirklich mehr Sinn. Weil ich bin in manchen Sektoren da trotzdem noch schneller. Jetzt im zweiten zwar nicht. Aber im ersten fahre ich immer persönliche Bestzeit. Das lässt ja zumindest schon mal aufhorchen. Claire wird jetzt wahrscheinlich an die Box gehen. Ja. Ich hab mir schon fast gedacht. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Den Softs dürfte ich ein bisschen mehr angasen können. Das heißt, vielleicht können wir dadurch an Leclerc vorbeikommen. Das wäre natürlich mega nice.